Ja, des Deutschen liebstes Kind, wie man so schön sagt. Ich stehe vor meinem Audi TT, erworben 2017. Mittlerweile habe ich ihn 7 Jahre und um den soll es heute mal gehen. So, ich habe mich mal hier reingesetzt. Also wie gesagt, es geht um den TT, der ja in bekanntlicherweise in 3 Generationen gebaut wurde. Ich sitze hier in dem der 3. Generation. Bin auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen, dass ich noch einen habe. Denn die Produktion wird ja bekanntermaßen leider eingestellt. Und heute soll es mal darum gehen, was mir an diesem Auto gefällt, beziehungsweise was mir nicht gefällt. Fangen wir mal an. Was mir auf jeden Fall schon mal gut gefällt, ist, dass wir alle Anzeigen hier zentral haben. Wir haben Sachen wie Langzeitspeicher, Kurzzeitspeicher. Wir haben hier das Radio. Wir haben Telefon. Wir haben das Navi, alles kompakt in einer Anzeige. Ich kann ja auch die Größe verstellen, wenn ich mal die Navi-Ansicht etwas größer haben will, etwas kompakter. Andere Autohersteller oder ich sag mal viele Autohersteller machen es heute so. Da hat man da einen Monitor, hier einen Monitor, da einen Monitor für Klima, Navi, alles extra, was weiß ich. Aber Handy am Steuer ist verboten. Ist ja irgendwie genau mein Humor. Aber kommen wir direkt mal zu einer Sache, die mir nicht gefällt. Sieht man das hier unten? Das ist die Haubenentriegelung. So ein Plastikteil ist mir auch schon mal abgefallen und dann lag es im Fußraum, musste ich neu befestigen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, das hätte man besser machen können. Zum anderen die Sicht auf die Ampeln, die ist sehr erschwert. Man muss also immer hier so ja. Und man hängt dann quasi so im Auto. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Beim Ein- und Aussteigen muss man auch hier oben aufs Dächle achten, dass man sich nicht die Rübe stößt. Ja, aber es ist halt Coupé und ich denke mal, da lässt sich auch nicht viel dran ändern. Ja, genauso wie die hinteren Sitze. Das sind wohl eher Notsitze. Also zu viert hier drin zu sitzen wird schon schwierig und man kommt vor allem mit dem Köpfchen oben gegen die Heckscheibe. Dasselbe haben wir hinten am Kofferraum. Das Ganze fällt hier ja alles so ein bisschen nach hinten weg. Dadurch hat man hier, wenn man die Klappe zumacht, stößt man mal gerne an die Ladung dran. Deswegen Kastenbier hier hinten reinstellen, ganz hinten ist schlecht. So, kommen wir zum Herzstück, der 1,8 Liter TFSI Motor, der auch in vielen anderen Modellen verbaut ist. Ich mache jetzt hier oben mal die Abdeckung ab, dann können wir ein bisschen besser drauf gucken. So, zum Motor. Wir haben wie gesagt den 1,8 Liter TFSI, der eine Steuerkette besitzt, also keinen Zahnriemen. Aber im Prinzip sprechen wir hier von 3 Steuerketten. Wir haben einmal Kurbelwelle, Nockenwellen, dann einmal Kurbelwelle, Ausgleichswelle. Da führt eine Kette rum. Und zwar die Ausgleichswelle geht einmal durch den Motor durch und führt dann hinten zur Wasserpumpe. Da wird dann noch so ein kleines Zahnrädchen angetrieben durch einen zusätzlichen Zahnriemen. Und wir haben einmal noch eine Steuerkette und zwar von der Kurbelwelle zur Ölpumpe. Natürlich hat dieser Motor Schwachstellen oder können Sachen zur Schwachstelle werden. Im Prinzip ist das meiner Meinung nach ein grundsolider Motor, der mit ordentlicher Pflege auch locker 250, 300.000 Kilometer und mehr halten kann. A und O ist auf jeden Fall Ölwechsel. Macht nicht den Fehler und vertraut auf Longlife-Öle. Gerade dieser Motor, der hat so viele kleine, winzige Ölkanälchen, wo das Öl zirkulieren muss. Und wenn sich da mal was zusetzt, dann habt ihr gleich einen kapitalen Motorschaden. Ich muss jetzt leider mit dem Handy weiter filmen, weil der Akku von meiner Kamera leer gegangen ist. Ach, mal wieder unvorbereitet. Ja, wo war ich? Nockenwellenversteller. Soll auch ein Schwachpunkt sein. Wenn man die tauschen will, habe ich es drauf, ja, einmal hier. Und einmal hier, da halt 2 obenliegende Nockenwellen. Passt auf, die haben Linksgewinde. Solche Teile, würde ich sagen, tausche ich allerdings nur, wenn sie wirklich kaputt sind. Also für mich macht das keinen Sinn, die
pro forma schon mal zu tauschen. Ich meine, so eine Kurbelgehäuseentlüftung ist nicht viel Arbeit. Das sind hier die neuen Torx-Schrauben. Die ersten zwei Zündspulen müssen raus und dann hat man das Ding auch ruckzuck gewechselt. Kostet um die 40 Euro und dann ist das gut. Ansonsten, wie gesagt, Pflege dieses Motors, A und O. Der wirft nicht viele Fehler, also bei mir hat er noch keinen Fehlercode geworfen, aber wenn der mal einen Fehler wirft, dann ist es wirklich ernst. Früher war es ja so, dass zum Beispiel bei meinem alten A3, den ich hatte, da stand die ESP-Kontrollleuchte für so einiges. Bei mir war damals der Kühlmittelsensor kaputt, ja, und da hing halt vieles ineinander. So, machen wir die Klappe wieder drauf. So, ich würde sagen, ohne viel technisches weiteres Gelaber und ohne viel Schnickschnack, jetzt gibt es noch einen kleinen Carpown und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.